So, Urlaub ist nun vorbei. Ich möchte euch aber nochmal zeigen, wie wir letztendlich geschlafen haben. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Ist jetzt schon alles wieder ausgeräumt, aber trotzdem kann man sehen, wie wir geschlafen haben. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Also, so sieht der Golf aus, wenn die Schlafposition hergestellt ist. Ja, viel sieht man von außen gar nicht. Ja, man kann hier nicht durchgucken. Von vorne und von der anderen Seite ist eben auch die Fenstersonne drauf. Ja, wenn man nah rangeht, könnte man hier oben ein bisschen durchgucken. Ja, hier ist das Fenster ein bisschen offen. Aber ansonsten ist alles abgedeckt. Das heißt, man kann hier nicht reinschauen. So, wie sieht es drin aus? Dazu mache ich mal die Kofferraumklappe auf. Ja, so sieht es drin aus. Man sieht schon relativ dunkel, aber hier ist jetzt eben unsere Matratze. Ja, die Matratze, die ist jetzt hier 1 Meter in der Breite und in der Länge ist jetzt 2 Meter. Ihr seht da vorne schon, ja, hier ist die so ein bisschen gekrümmt. Das macht aber gar kein Problem, weil man dort dann ganz gut das Kopfkissen reinknietschen kann. Ja, und das ist dann eben auch ganz angenehm. Ansonsten hier an der Seite haben wir so Kaltschaum Dinger an die Tür geklemmt, um die Spalten dazu zu machen. Und da kann man sich tatsächlich auch ganz gut drauflegen. Also das war wirklich gemütlich. Auf der Seite genauso. Ja. Und das hat dann wirklich gut geklappt. Mit der Kante dort vorne, ja, die man da so ein bisschen sieht, ist die Liegefläche, ich glaube, 1,85 m. Ich messe es nochmal genau nach und blende es euch ein. So, für alle Interessierten nochmal nachgemessen. Also ihr könnt sehen, der Zollstock ist da hinten angelegt, geht dann hier mal nach vorne. Und ja, was kann man hier ablesen? Ungefähr 1,86 m Liegefläche von vorn bis hinten. Ja, sollte also für normal große Personen oder wie mich, ja, ich bin ein bisschen kleiner, hat das super gepasst. Da kann man wirklich sehr gemütlich schlafen. Wir waren zu zweit und selbst das hat wirklich sehr gut geklappt. Ja, unser Gepäck während des Schlafens war dann hier oben in der Dachbox drin. Also die war wirklich sinnvoll, sonst hätten wir das Ganze nicht machen können zu zweit. Und dann war natürlich hier vorne dann auch noch Platz. Ja, hier war dann immer der Wasserkanister drin. Hier oben standen unsere Vorräte. Und dort dann auf meiner Seite, sozusagen auf der Fahrerseite, da waren dann auch noch ein paar Dinge mit hingestellt. Ansonsten haben wir hier noch solche Täschchen gehabt, die hatte jeder an der Seite. Die sind hier einfach mit so einem Strick festgemacht. Ja, da konnte man eben alles reinmachen, was man schnell gebrauchen konnte. Ansonsten richtig cooles Feature noch. Ich mache mal hier die Verdunklung ab. Ja, die ist ja übrigens mit solchen Saugnäpfen an der Scheibe befestigt. Ja, dies geht hier so lang. Dann kann man es einfach befestigen. Ja, um euch das besser zeigen zu können, bin ich jetzt mal reingegangen in den Golf. Und wenn man hier drinnen nun so liegt, ja, dann möchte man natürlich auch von drinnen rausgehen, ohne hier über die Seitentüren gehen zu müssen. Und da kriegt man die Heckklappe natürlich nicht auf. Aber ich habe mir da hier so einen Strick hingemacht. Und wenn ich hier an dem ziehe, ja, das geht hier einfach hinter der Verkleidung lang. Ja, ich nehme den mal raus. Hier geht es dann hinten lang und das zieht dann einfach am Schloss. Und dann kann ich im Prinzip, wenn das Auto aufgeschlossen ist, hier dran ziehen. Dann wird das Schloss da unten gelöst und dann kann ich einfach die Kofferraumklappe öffnen. Und so konnten wir dann eben immer beim Schlafen auch rausgehen. Ansonsten von der Länge kann man ja sehen, dass ich hier sehr gut reinpasse. Also mein Kopf, der ist jetzt so am Sitz ungefähr, so dass ich meinen Arm da noch schön unter den Kopf machen kann. Und ich liege halt bis hier hin. Ja? Das heißt, ich kann meine Füße sogar so lang machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann kann ich mich auch noch hier schräg hinlegen, weil hier eben diese Polster sind. Ja, kann ich mich hier so hinlegen und bin dann noch ganz entspannt, so dass ich am Kopf noch genug Platz habe, um ordentlich schlafen zu können. Und neben mir war eben auch dann noch genug Platz. Ja, also das war wirklich angenehm. Das war wirklich schön, hier drin campen zu können. Ja, vielleicht auch noch mal nach vorne gefilmt. Also man kann hier wirklich sehen, dass hier nicht so viel Licht durchkommt. Das wirkt so ein bisschen falsch. Ich mache es vielleicht nur ein bisschen dunkler. Ja, so sieht es in echt ungefähr aus. Also hier sind noch ein paar Lücken. Allerdings liegt man ja auch hier unten und nicht da oben. Das heißt, hier kann wirklich keiner reingucken.
bisschen da an der Seite, aber da kann man sich auch nicht direkt angucken und da eben auch nicht. Also das war wirklich gemütlich hier drin. Was vielleicht auch noch sehr zu empfehlen ist, ist, dass ihr euch ein Fliegengitter zulegt. Denn wenn ihr hier drin schlaft, ja, oder beziehungsweise da drin chillt und halt noch ein bisschen die Aussicht genießen wollt, dann habt ihr natürlich immer Mückenprobleme. Und deswegen kauft euch einfach ein Netz, was ihr hier so hinter der Heckklappe sozusagen hinlegen könnt, was dann hier oben drüber geht und dann hier unten sozusagen alles abdeckt. Ja, ich habe dann noch ein paar Knete gehabt. Ja, die hängen bei mir einfach hier dran. Ja, die habe ich dann genommen, um das Fliegennetz sozusagen hier einfach an der Karosse festzumachen. Und damit konnten dann auch wirklich keine Tiere rein, keine Mücken rein und man konnte da eben die Aussicht genießen. Das war wirklich schön. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Da haben wir uns dann erst was in Schweden gekauft gehabt, wenn wir das eben hier noch nicht gekauft hatten. Ja, das war nochmal ein Zeitraffer, wie schnell es geht, das Ganze wieder umzubauen. Das waren jetzt in Realzeit 4 Minuten. Natürlich, wenn da noch ein bisschen Gepäck drin ist und man das Gepäck nochmal hin und her schieben muss, dann dauert es vielleicht nochmal ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, auch wo noch Gepäck drin war, hat das dann, wo wir wirklich ein eingespieltes Team waren, maximal 10 bis 15 Minuten gedauert, das hin und her zu räumen. Also das hielt sich wirklich in Grenzen dafür, dass man hier in so einem kleinen Auto campen kann, war das wirklich gut. Bevor es jetzt anfängt zu regnen, zeige ich euch nochmal, wie lange das dauert, die Matratze rauszunehmen und diese Liegefläche wieder rauszunehmen. Dann nehme ich euch einfach auch nochmal einen Zeitraffer mit. Ja, und schon ist der Golf wieder fahrbereit. Es hat jetzt 50 Minuten gedauert. Ich war allerdings auch alleine, das muss man auch sagen. Habe sogar noch gesaugt, habe die Sachen, die hier waren, soweit ordentlich aufgeräumt. Also 50 Minuten dauert der Umbau ungefähr, was aber echt in Ordnung ist. Also wenn man damit eine Woche oder länger unterwegs ist, dann sind die 50 Minuten natürlich dann gar nichts für den Umbau.